Bevor Gunter Schmold seinen Imbiss eröffnet, macht er die letzten Besorgungen im Fachhandel. Hier habe ich nämlich auch schon. Ja, der ist wunderbar. Das sind das die neuen. Das ist die neue Ausführung. Ganz aus Kunststoff. Die kann man also bestens reinigen. Einfach zu bedienen. Und du siehst von vorne nicht mehr, hinten ist sie zu, ne? Kosten tun sie aber nicht, Philipp, wa? Das ist ja nicht mehr so schwer wie die anderen. Naja, 180 Euro kosten sie. Ja, danke schön. Weißt du, wie viel Würstchen ich da schneiden muss? Du, also wir haben die extra aus Kunststoff, aus Edelstahl, haben sie immer über 200 gekostet. Und ja, deswegen hast du ja nicht mehr so viel Stahl. Ist nicht mehr viel Stahl. Hast du 100er, ne? Das schaffe ich nicht. Ja. Schaffen? Also, gut, ich meine, wir haben jetzt das alles zusammen gemacht. Ich könnte dir 150 glatt machen. Das wäre eine Möglichkeit. Hälfte, 125, hm? Hat keiner recht. Okay. Ja? Na gut, dann nehmen wir so ein Ding, packen wir nachher, kann man gleich mit zupacken. Nehmen wir nachher zu. Weil ich hier gerade sehe, Handtuchhalter wollte noch für die Toilette gehen. Ja. Da habe ich letztens hier bloß einen mitgenommen. Gunter Schmold streift jetzt noch durch das Lager. Hier findet er alles, was er bislang noch nicht besorgen konnte. Der Stress der vergangenen Tage war enorm, weil der Unternehmer den Eröffnungstermin vorgezogen hat, um einem Konkurrenten zuvorzukommen. Zwischen all den Geräten und Einrichtungsgegenständen erwacht sein Jagdinstinkt. Er handelt für sein Leben gern. Hast du so ein Ding schon mal gesehen hier? Bepackt mit einigen seiner Neuerwerbungen kehrt Gunter Schmold zum Imbiss zurück. Dort läuft die Arbeit auf Hochtouren. Neben den Angestellten verstärkt jetzt auch Schmolds Lebensgefährtin Anne die Putzkolonne. Grauenvoll. Man denkt, man findet keinen Anfang. Weil das ist alles ein bisschen sehr, sehr schlimm noch so, ne? Aber ich denke mal, bis Mittwoch haben wir ja noch Zeit. Und dann wird es richtig schick. Endlich sind die wichtigsten Geräte da. Schmold packt die Fritteusen und den Grill aus, die gerade aus Italien geliefert wurden. Übermorgen sollen sie in Betrieb genommen werden. An einen Probelauf ist in dem Chaos nicht zu denken. Die Zeit wird knapp. Ich sehe schwarz. Ist zu schaffen, ruhig. Aber bei Hektik entstehen Fehler. Und das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Also, zu schaffen ist alles natürlich. Nur wie? Am besten merke ich es abends daran, dass doch eine Schachtel Zigaretten mehr weg ist wie sonst. Das hält einen immer noch das Level ein bisschen flach. Ansonsten, ja, wie gesagt, vorgezogen und jetzt muss es passieren. Und jetzt sind ein paar Leute gleichzeitig, treten sich auf die Füße. Dafür Sonne am Sonntag. Immer weiter durch. In Berlin hat Gunter Schmold die vermeintlich letzte Hürde vor der Eröffnung seines Imbissladens zu nehmen. Morgen ist der große Tag. Guten Tag. Herr Schmold, ja. Mein Name ist Lust, Lebensmittelaufsichtsamt. Ich muss hier eine Abnahme bei Ihnen machen. Wunderbar, warten wir schon. Sind Sie schon fertig, ja? Wir sind schon durch. Und jetzt kommt noch Endreinigung. Endreinigung. Ja, wir gehen jetzt alle noch mal durch heute. Für morgen noch mal alles. Picobello. Abzugsanlage ist, sehen Sie, etwas größer, so ja wie vorgeschrieben, damit wir hier keine Probleme bekommen. Und hier vorne sind die Geräte, Fritteuse. Und die Tische auch neu. Das sind Vorrattische, ja? Ja. Nee, hier auch Plastik, da wieder vorne. Die Kühlschränke sind auch alle neu. Ohne die Genehmigung vom Lebensmittelaufsichtsamt darf kein Gastronomiebetrieb öffnen. Doch an Schmolds Ausstattung und Innenausbau gibt es nichts zu meckern. Eine Kleinigkeit will der Mann vom Amt aber noch anmerken. Das gehört wohl zur Berufsehre. Ja, ist alles neu hier. Ich habe hier noch. Weiß ich mal was? Hier oben muss ich noch umleimen. Das muss ich noch machen, weil. Wenn Sie hier mit einem nassen Lappen draufgehen, die Bakterien kommen rein und dann wachsen sie, dann kriegen sie nicht mehr raus. Der liegt drin, das letzte Stück ist noch nicht fertig. Haben wir gerade hier reingelegt, kommt noch oben raus, liegt schon fertig. Das machen Sie noch bitte drauf. So, den machen wir gleich noch rein. So sehe ich nicht unten. Hier hatte ich noch geachtet auf die Eingangstür. Ja.
wenn sie nochmal mit frischer Farbe drüber gehen. Von außen auch nochmal. Von außen, von innen, wenn es innen ist. Innen ist. Ansonsten hat Schmold alle Auflagen vorbildlich erfüllt. Der Prüfer ist beeindruckt. Und die Leute, die sind ja auch, haben ja auch Augen. Und viele gucken, aha, wenn es sauber ist. Und nur mit Sauberkeit kann man heute überleben. Und wenn Sie sehen, hier ist alles tipptopp, dann muss auch das Essen passen. Und schmeckt es auch besser. Und wenn ich sehe, das ist schmutzig, schmeckt das auch nicht so. Wenn es auch gut vielleicht vorbereitet ist. So habe ich es mir noch gedacht. Ja. Nur ich wünsche Ihnen dann viel Wunderbar. Erfolg. Ja. Danke. Aha. Für den Tag vor der Eröffnung hat Gunter Schmold die frischen Zutaten bestellt. Fleischermeister Wegener ist ein alter Kumpel und bekannt für seine guten Würstchen. Außerdem bringt er einige Eimer Spezialketchup. Den hat Schmold genau nach seinen Vorstellungen mixen lassen. Nach eigener Rezeptur hergestellt, von Gunter. Mega lecker. Muss noch ein bisschen umrühren, weil er jetzt oben drauf ein bisschen fest ist, ist klar. Aber ich glaube, er ist super geworden, ne? Wunderbar. Ja. Wunderbar. Das Gedicht ohnehin. Ja. Und natürlich A und O. Das ist wohl wahr. Ketchup ist natürlich auch das Wichtigste bei der Currywurst. Die gute Wurst dazu. Klar, die muss fest im Biss sein. Muss nach Wurst schmecken, nicht zu lappig. Richtig. Aber das Ganze abgerundet wird durch den Ketchup. Ganz wichtig auch noch ist, dass der Ketchup auch warm auf die Wurst kommt. Ja. Denn wenn er kalt ist, wird die Wurst auch schnell kalt. Und dann schmeckt die ganze Sache also nicht mehr. Und das ist schon also mit das Wichtigste überhaupt. Und natürlich, wie gesagt, der Geschmack. Und den gibt es nicht überall. Was heißt überall, gibt es eigentlich nirgendwo. Weil der eben aus eigener Rezeptur ist. Jetzt wartet Schmold nur noch auf den Pommeslieferanten und einige Getränkesorten. Sorgen macht ihm die neue Fritteuse aus Italien. Und zwar haben wir das erste gesehen, wo wir sie ausgepackt haben. Die hatten Drehstrom, 415 oder 400 Volt. Im Katalog steht sie drin, 230 Volt und 415, dass sie umschaltbar ist. Aber in der Praxis ist es nicht umsetzbar, weil wir ganz andere Stromleitungen wohl haben, wie er mir erklärt hat. Wäre wohl in Finnland und Schweden möglich, das umzustellen auf 230. Aber die macht das nicht mit für Deutschland. Ist ein Hammer, aber man, das wäre auch zu schön, wenn alles... Es lief alles sehr schön. Wir haben selber manchmal schon hier irgendwann muss ja mal was Größeres passieren. Und jetzt ist es halt passiert, aber da können wir mit leben. Übergangsweise muss Schmold nun mit Ersatzfritteusen arbeiten. Immerhin kommen die Glaser pünktlich mit der Theke. Nebenbei laufen im Imbiss die letzten Vorbereitungen und die Lieferanten bringen nach und nach die bestellte Ware. Die Knoblauchsoße für die Spieße rührt der Chef persönlich an. Beim Perfektionisten Schmold gibt es nichts von der Stange. Ist lecker. Vom Ladenschild bis zur Arbeitskleidung. Schmold hat sich genau überlegt, wie sein Imbiss heißen soll. Dickens Curry. Seine Freunde nennen ihn nämlich nur den Dicken. Können Sie eigentlich gut schlafen jetzt? Die letzten drei Tage nicht mehr allzu viel, aber... Das legt sich übermorgen wieder. Ich schätze mal, heute Nacht, wenn wir morgen aufmachen wollen, geht mir noch sehr viel durch den Kopf. Weil dann spiele ich das in Gedanken immer alles noch mal durch. Und ob denn doch nichts fehlt und ob alles da ist, weil man es schön haben will. Und da grübelt man schon viel. Oder man steht nachts noch mal auf und schreibt wieder was auf den Zettel, was man morgens nicht vergessen will. Dass man da ruckzuck nächsten Tag wenigstens dran denkt, was einem Tag vorher eingefallen ist.